Smarana, schön, dass es euch gibt. Heute spricht Mutter Maria zu uns. Und zwar gibt es Unterstützung für das innere Kind. Das innere Kind sitzt ja im dritten Chakra, im Bauch ungefähr da. Und da, wo die Lebensfreude ist und wo die Ideen sind, wo das die Emotionalität ist, also die Kreativität, wo all diese Fähigkeiten unterstützt werden über die Impulse des inneren Kindes. Und Mutter Maria sagt, es wäre sehr wichtig, dass wir unser inneres Kind heilen, damit wir gut durch die Zeit kommen. Ja, und so freue ich mich auch schon sehr auf dieses Channeling und freue mich auch auf dich. Es geht gleich los. Mutter Maria bringt uns ja ganz viel Liebe und Fürsorge. Und genau das ist es, was auch unser inneres Kind braucht. Denn das innere Kind ist bei manchen Menschen verletzt aus der Jugend oder aus der Kindheit. Und diese Verletzungen können natürlich geheilt werden. Damit muss niemand jetzt ewig leben. Und von daher ist es einfach wichtig, sich immer wieder um das innere Kind zu kümmern, denn wir bekommen vom inneren Kind ja Impulse für das Leben, wir bekommen einfach Impulse für Ideen, für unsere Visionen, die werden unterstützt und auch einfach mal Impulse, was Schönes zu tun, mal ein Eis zu essen oder schönen Kaffee zu trinken oder sich einfach nur mal auszuruhen, ein Buch zu lesen, also ganz, ganz viele Dinge kann man tun, die einem gut tun, und dafür ist unser inneres Kind da. Wenn es jetzt verletzt ist, das innere Kind, dann sitzt es so traurig, so ähnlich, sitzt es da und wartet aber sehnsüchtig darauf, dass wir was tun. Und genau das ist eben unsere Sache, unsere Aktivität, sich darum zu kümmern. Je besser es unserem inneren Kind geht, umso interessanter ist auch unser Leben, weil wir dann vor Ideen sprudeln und auch diese Leichtigkeit haben, diese Leichtigkeit fühlen und diese leben können. Und von daher ist es ja eigentlich, sag ich mal, sollte es wirklich unsere Aufgabe sein oder unser Ansinnen sein, immer wieder mal das innere Kind anzuschauen. Mich hat mal jemand gefragt, wie kann ich mir das denn vorstellen, wie sieht denn jetzt mein inneres Kind aus? Also, das ist da jetzt auch eine Metapher, aber das hilft wahrscheinlich immer am besten uns, wenn über so eine Metapher uns das vorzustellen. Stell dir einfach oder denke tatsächlich an ein Kind, an ein kleines Kind, und je nachdem, wie gut du dir das vorstellen kannst, wirst du dann dein eigenes innere Kind auch in einem bestimmten Alter, in einer bestimmten Position, in einer bestimmten Lebenslage sehen. Und je nachdem, wie man das innere Kind jetzt sieht, ob es ein Baby ist, ein Kleinkind ist, ob es schon 4, 5, 6 Jahre oder älter ist, je nachdem sollte man dann auch sich darauf abstimmen, das innere Kind zu unterstützen, altersgemäß meine ich jetzt, also altersgemäß mit Geschenken, ihm Geschenke geben, versuchen mit ihm zu sprechen oder mal in den Arm nehmen. Also so wie es wirklich eine Mutter oder ein Vater mit seinem Kind tut, das ist, sollten wir eigentlich alle kennen. Wir haben ja auch alle Eltern oder viele von uns sind Eltern. Und so ist es auch mit unserem inneren Kind. Das braucht unsere Unterstützung. Und je mehr Liebe und Unterstützung ihr eurem inneren Kind bringen könnt,
umso besser kann es sich entfalten. Und dann kommt nämlich diese Liebe auch zurück. Und dann kommt über diese Liebe die Leichtigkeit in das Leben. Und genau das ist es ja, was schön, was das Leben schön macht. Und das alles ruht in unserem inneren Kind. Also je nachdem, wie es ihm geht, in welcher Situation es ist, sollten wir ihm dann einfach unsere Liebe zeigen. Man kann ihm Geschenke machen, da lasst ihr eure Fantasie freien Lauf. Und in dem Channeling von Mutter Maria gibt es natürlich auch gleich ganz viel Unterstützung und heilende Energie. Es ist wichtig, dass wir das annehmen können, dass wir uns also öffnen, und dadurch kann sich unser ganzes Leben einfach verschönern. Also nicht traurig sein, sondern wirklich dem inneren Kind die Möglichkeit geben, auch die Traurigkeit abzuwerfen. Und wenn Verletzungen vorliegen, dann kann auch diese kann man heilen, indem man vergibt, dass man vielleicht mit dem inneren Kind ein Vergebungsritual macht. Ja, da gibt es das Ho'oponopono, das ist das hawaiianische Vergebungsritual. Sowas kann man auch mit seinem eigenen inneren Kind machen, und das ist hocheffektiv, hochheilsam zum Beispiel. Oder man spricht einfach mit ihm und erklärt es, wie es war, und sicher kommen auch Antworten dann vom inneren Kind, wo man darauf reagieren kann und dann das Ganze in ein schönes Gleichgewicht wiederkommt. Denn wenn du mit deinem inneren Kind im Gleichgewicht bist, ist auch alles andere in dir im Gleichgewicht. Das ist wichtig zu wissen. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt auch ganz viel Freude mit Mutter Maria. Ich verbinde mich jetzt einströmt die Liebe einer Mutter, einströmt die Liebe der göttlichen Unendlichkeit, einströmt das Licht, mit welchem ich dein Herz berühren möchte. Es spricht Mutter Maria durch den Kanal von Nirjana. Meine Präsenz berührt deine Seele. Und ich sehe und fühle, dass du mit deiner ganzen Liebe bei der Sache bist, dass du dich ganz geöffnet hast. Denn dies ist wichtig, umso mehr und tiefer kannst du meine Energien aufnehmen. Ich werde beginnen, bei dir, wenn du es mir erlaubst, bei dir die Ego-Strukturen zu reinigen und in die göttliche Ordnung zu bringen. Dies soll die Vorbereitung sein für die Heilung deines inneren Kindes, welche ich anschließend für dich vollziehen werde. Und so beginne ich nun, die Strukturen in deinem Lichtkörper, in deiner Aura neu zu ordnen. Ich überprüfe, inwieweit die Lichtstrukturen bei dir in der göttlichen Ordnung sind.
Dazu benutze ich meine Liebe und meine Fürsorge. Du sollst spüren, dass Mutter Maria jetzt bei dir ist. Und so darf das abfließen, was dich die letzten Tage bedrückt hat, was dich einfach belastet hat, dies darf nun gehen. Alle Energien, welche durch dein Ego dich belastet haben, werden nun in Licht und Liebe transformiert. Und so fließt meine Liebe durch dich hindurch. Die feinen Linien in deinem Lichtkörper werden gereinigt und neu ausgerichtet, sodass du in deine Mitte kommst und in die Kraft kommst. Nun rufe ich die Energien des Portaltages, des ersten Portaltages, damit sie dir helfen, deine Schatten zu erkennen und damit sie dir helfen, diese Schatten zu transformieren. So begleitet dich nun diese Energie und wenn du es zulässt, wird sie dich heilen. Sie wird dich genau da heilen, wo es jetzt in diesem Moment wichtig ist. So lasse auch die Momente in deiner Seele erscheinen, welche Heilung benötigen. Die Momente und Situationen aus deinem Leben, welche dich belastet haben. Zeige sie mir, damit ich die Strukturen durchfluten kann mit Licht und Liebe. An den Situationen, wo du dich klein gefühlt hast, wo du dich zurückgenommen hast, diese Situationen werde ich heilen. Oder besser gesagt, für diese Situationen werde ich dir heilende Energien übergeben, damit jetzt in diesem Moment deine Selbstheilungskräfte sich mit dieser Energie verbinden können. Und so dein innerer Heiler tätig wird. Lasse dies alles zu, denn es dient dir zum allerhöchsten Wohle. Dein innerer Heiler ordnet nun die Strukturen in dir und erleitet die Liebe an genau die Stellen, wo es nötig ist, wo es wichtig ist und wo es gut für dich ist. Und mit dieser großen Heilung, mit der Möglichkeit, dass dein innerer Heiler dich ab jetzt begleitet, gehe ich zu deinem inneren Kind. Ich rufe die Energie der Liebe und ich bitte dich jetzt, dein inneres Kind zu rufen, damit dein innerer Heiler zu deinem inneren Kind sprechen kann, damit er die Situation erkennt und all das für dich tun kann, damit es deinem inneren Kind sehr gut gehen wird. Dies ist ein Prozess, der jetzt in diesem Moment in deinem Inneren stattfindet. Spüre, wie die Energie fließt, wie jetzt der innere Heiler ganz viele kleine, schöne Lichtkugeln der Freude, der Liebe, des Vertrauens,
der Hoffnung, der Leichtigkeit, der Glückseligkeit ganz, ganz viele Lichtkugeln zu deinem inneren Kind bringt. Und spüre, wie dein inneres Kind mit diesen Lichtkugeln zu spielen beginnt. Und durch dieses Spiel kann die Energie zu deinem inneren Kind fließen und die Heilung findet statt. Vielleicht bekommst du Bilder, was dein inneres Kind mit diesen Lichtkugeln alles tut. Nehme dir ein wenig Zeit und beobachte still, was gerade geschieht. Vielleicht kannst du auch deinen inneren Heiler sehen, wie er deinem inneren Kind die Kugeln bringt und ob er vielleicht auch neue hinzufügt. Vielleicht spielen auch beide zusammen. Genieße einfach diese Momente, denn sie sind die Momente des Glücks und lächle dabei. Denn es ist schön zu fühlen, wie dein inneres Kind erwacht, wie es geheilt wird, wie es neue Kraft bekommt, um dich zu begleiten. Und dann, nach einer Weile, darfst du die beiden sich selbst überlassen. Denn auch wenn wir jetzt langsam wieder zum Ende kommen, wird dein innerer Heiler sich um dein inneres Kind kümmern. Das, was du tun kannst, das ist einfach immer wieder ganz liebevoll an dein inneres Kind zu denken und auch dir die schönen Kugeln vorzustellen, die es zum Spielen bekommen hat. Und jetzt darf sich die Energie der Freude in dir ausbreiten, ausgehend von deinem zweiten Chakra nach oben, fließt diese Energie durch deinen kompletten Körper. Die Heilung wurde vollzogen. Mutter Maria lächelt dir zu. Es ist alles geschehen, damit es dir besser geht und die Energien des Universums sind bei dir. Und so verabschiedet sich Mutter Maria von dir mit einem Lächeln und voller Freude, denn sie weiß, dass dir Gutes geschah. Und auch ich verabschiede mich von Mutter Maria. Und ich danke der geistigen Welt für die wundervollen Energien, für die wundervolle Unterstützung,